Heute bin ich im Canon Headquarter in Krefeld und da findet nämlich das zweite Canon Pro Event statt. Das ist diesmal thematisch ausgelegt eher an Filmemacher bzw. an Fotografen, die filmen möchten. Und da findet heute ein ganzer Workshop-Tag statt mit insgesamt 7 Speakern und die schaue ich mir jetzt mal an. Canon hatte mich eingeladen, um als Gast bei dem Canon Pro Forum Event teilzunehmen und nehme euch sozusagen mit auf so ein Event. Ich finde es cool, dass ich diese Möglichkeit habe, euch da auch mitzunehmen, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt. Dabei war ein Gero Brilleur, der über den Weg vom Fotografen zum Filmer berichtet hat in seinem Vortrag. Carmen und Ingo, die über Hochzeitsfilme bzw. ihre Fusion-Filme erzählt haben. Susanne Diemann, die über Akquise-Strategien und verschiedene Möglichkeiten, wie man Kunden gewinnt oder neue Kunden kennenlernt, erzählt hat. Moritz Becker, der über Social-Media-Content, also Video im Social-Media-Bereich, erzählt hat und den ganzen Workflow darüber erklärt hat. Sebastian Däubeli, der als Rechtsanwalt über die rechtlichen Unterschiede zwischen Foto und Film und wie sich da mit Urheberrecht und grundsätzlichen rechtlichen Aspekten verhält, erzählt hat. Und Richard Walch, der uns Einblicke gegönnt hat in seine Arbeiten und wie er filmische und fotografische Aufträge angeht und beim Filmischen auch Bewegungen reinbringt, welche Werkzeuge er benutzt, was für ein Workflow er hat. Also die Idee hinter dem Canon Pro Forum war auf jeden Fall, professionellen Fotografen und Videografen so einen Mehrwert zu bieten und nicht jetzt eine Veranstaltung zu machen, wo wir Produkte präsentieren und erklären. Jetzt ist die zweite Runde halt, die ist ein bisschen spitzer aufgestellt. Da sprechen wir professionelle Videografen oder Fotografen an, die sich in den videografischen Bereich weiterentwickeln wollen, das in ihr Business implementieren möchten. Also es ist eigentlich so angesetzt, dass wir alle Fotografen und Videografen ansprechen, also egal mit welchem Equipment man unterwegs ist. Und das steht hier auch nicht im Fokus, sondern dass man den Profis eben unter die Arme greifen kann und eine Unterstützung bieten kann, wie sie ihr Business besser gestalten können, sich da weiterentwickeln können und erfolgreicher am Markt sind. Ich fand die Vorträge durchweg sehr spannend und sehr informativ und ich konnte sehr viel mitnehmen und ich fand auch die Mischung zwischen den Speakern sehr gut gewählt, vom Fotografen zum Filmemacher, Hochzeitsfilme, Akquise, rechtliche Aspekte, das war sehr gut verteilt und hat mir sehr gut gefallen auch. Am Ende des Tages gab es auch nochmal einen Praxisteil, wo Gero Brilleur und Richard Walch jeweils 2 Gruppen gebildet haben und so ein bisschen mehr das Filmische gezeigt haben. Man konnte als Teilnehmer auch ein bisschen damit mit verschiedenen Kameras spielen und üben und die einzelnen Übungen anwenden, aber der Hauptteil war der theoretische Teil. Ihr seht also, für 179 Euro wurde einem sehr viel geboten. Übrigens gibt es einen Rabatt, wenn man CPS-Mitglied ist. Als CPS-Mitglied hat man nur 149 Euro bezahlt für insgesamt 6 Vorträge, die sehr spannend waren, sehr informativ waren. Man hatte einen Einblick in verschiedene Workflows, verschiedene Arbeitsweisen. Man konnte sich mit den einzelnen Speakern unterhalten. Und was ich immer sehr wichtig finde bei solchen Events, dass man sich auch untereinander unterhält, zwischen den Teilnehmern, dass man da Connections schließt, networkt, einfach mal guckt, wer was macht. Vielleicht lernt man coole Leute kennen, mit denen man sich auch super versteht und mit denen man zukünftig zusammenarbeiten möchte oder vielleicht kann, weil es sich gerade anbietet. Was auch sehr cool ist, dass Canon einem die Möglichkeit gibt, mit einem anonymen Feedbackbogen Canon Feedback zu dem Event zu geben und auch, was man sich für die Zukunft wünscht. Und dementsprechend lenkt man die nächste Veranstaltung. Canon veranstaltet aber nicht nur die Canon Pro Forum Events, sondern es gibt auch zahlreiche kostenlose, kleinere Events, Workshops oder Veranstaltungen. Schaut einfach mal auf der Canon Event-Seite vorbei. Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. So, das war's vom zweiten Canon Pro Event direkt aus dem Canon Headquarter in Krefeld. Es war ein sehr spannender Tag, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren. Hättet ihr Bock, da mal vorbeizuschauen beim nächsten Canon Pro Event? Hättet ihr Bock, dass ich mal Speaker bin? Postet gerne eure Meinung unten in die Kommentare und lasst uns da gerne weiter diskutieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Abo-Box nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.